Hallo Freunde von World of Warships und herzlich willkommen auf dem Public Test Server und in Hawaii zur Vorstellung der italienischen Kreuzer. Diesmal sind wir von Stufe 5 bis Stufe 7 unterwegs und wir werden das ein bisschen schneller abhandeln, damit wir die drei Schiffe auch schaffen. Wie gesagt, Tier 8, Tier 9, Tier 10 waren ein bisschen genauer zu begutachten, weil das sind meistens die Teile und die Schiffe, wo man dann Ranked fährt, wo man Klangefechte fährt, wo man ein bisschen kompetitiver unterwegs sein muss. Und da gelten natürlich auch andere Regeln als hier Stufe 5. Deswegen einmal kurz drüber geschaut, 2 und 2 Turmanordnung, 2x2 Geschütze hier vorne und hinten. Wir haben die italienische Bemalung hier und wir haben wieder Torpedos mit dabei. Wir schauen uns jetzt die Werte an. Die Schiffe sind schon ausgebaut und zuerst schauen wir uns natürlich, wie immer, schnell die Panzerungsanordnung an. 13 mm, Problem haben wir auf Stufe 5. Aber Problem ist ja kein Problem, aber das haben wir auf Stufe 5 einfach. Die Zitadelle ist wie immer hoch im Kurs. Das ist übrigens die erste Stufe, wo wir dann auch das Verbrauchsgut. Ach, falscher Reiter, wo wir das Verbrauchsgut Fuel Smoke haben. Natürlich auch hier wieder nur mit einem Läppchen. Einen Verbrauchsgut als Standard. Aber wir haben hier schon die Möglichkeit, ein Aufklärungsflugzeug einzusetzen. Das ist auch dringend notwendig. Wenn wir uns einmal hier die Überlebensfähigkeit von 26.000 und die Artilleriereichweite von immerhin 14,9 Kilometer ansehen. Nicht zu vergessen, Murmansk zum Beispiel hat auch ein Reichweitenflugzeug. Und das ist schon praktikabel. Aber wir stellen hier dieses Schiff gegenüber seiner... Ja, ich glaube, schwierigsten Gegner, zum Beispiel Königsberg, Stufe 5. Mega gutes Schiff, Reichweite 16,5 Kilometer, wenn es mich nicht ganz täuscht. Also das sind schon Hausnummern, gegen die dieses Schiff hier antreten muss, mit einer Panzerung, die nicht sehr gut ist, mit einer Zitadelle, die relativ hoch ist. Und hier mit 4x252 mm mit einem Reload von 13 Sekunden. Das ist extrem. Wir haben hier bei den 152 mm ebenfalls die SAP-Granaten mit einem, oh, wo steht sie denn? Mit einer Penetrationsleistung von 42 mm. Das bedeutet, wir können die meisten Kreuzer auf der Stufe direkt penetrieren, wenn denn der Winkel, wie ihr wisst, die Bounce-Mechanik gibt es ja leider auch, stimmt. Von daher sollte durchaus einiges an Schaden mit dabei sein. Wir haben hier wieder ein bisschen mehr AP, also SAP-Höchstschaden im Vergleich zur AP-Granate. 3850 zu 3000. Die Geschwindigkeit ist mit 950 Meter pro Sekunde wieder extrem und 850 für die AP. Wie gesagt, muss man schauen. Streuung 136 Meter ist mit minus 7%. Kann man das einbauen hier? Module. Ich stelle immer Fragen, die ich nicht beantworten kann. Ja, minus 7% kann man auch noch einbauen. Dann kommen wir runter auf das 120 dann schlussendlich. Gib ihm. 126, vielen Dank. Gehen wir weiter, Sekundärbewaffnung. 3x200 mm. Ist höheres Kaliber, aber geringere Reichweite mit höherem Durchschnittsschaden. Hier springen halt der Höchstschaden tatsächlich. Aber das, wie gesagt, schnell weiter. Torpedos 2x2, 51 Knoten, 10 km Reichweite. 47 Sekunden Reload. Der Schaden ist mit 12.600 nicht viel weniger als auf Stufe 10, aber dennoch natürlich markant. Die Flugabwehr können wir auf Stufe 5 komplett vergessen. Die Manövrierbarkeit ist mit 37 Knoten. Also schnell ist das Teil. 610 Meter ist auch okay. 7,6 die Ruderschnellseite ist eigentlich Bombe. Und die Erkennbarkeit mit 11,6 ist eigentlich eine Perle. Man kommt unter... Ja, man kommt nicht ganz unter 10 Kilometer. Aber damit kann man durchaus arbeiten. Was haben wir sonst noch? Äußeres? Ja, da gibt es nichts. Verbrauchsmaterialien habe ich euch schon gezeigt. Den Kapitänskrillen, das ja, sparen wir uns hier. Und die Panzerung habt ihr auch gesehen. Somit kommen wir jetzt weiter. Einmal zur Trento. Die Trento, ja, ist ein historisches Schiff. Das seht ihr alles im Video, das ich für euch schon mal gemacht habe. Das hier ist die Super-Tarnung, die Premium-Tarnung, kaufbar für 1000 Dublonen. Und auch hier sehen wir wieder das schöne italienische rot-weiße Muster. Man muss schon sagen, die Schiffe sind sehr schön. Das ist nicht das Problem. Aber wie gesagt, mit Schönheit gewinnt man keinen Krieg und man gewinnt auch kein Gefecht. Deswegen einmal kurz drüber schauen. Wir schauen uns wieder die Panzerung an. Aber da habe ich natürlich nicht alles angemacht wieder. Ausgezeichnet. Wir haben 16 mm. Das ist natürlich ein HE-Fang auf der Stufe ohne Ende. Da kämpfen wir gegen Nürnberg. Da kämpfen wir gegen Butioni. Das sind... brutale Teile. Wir kämpfen gegen De Grasse, wir kämpfen gegen La Galissonnière und wir kämpfen auch gegen, wie heißt sie? Admiral Graf Spee.
mit 280 mm. Gut, wir kommen auch bis Stufe 8. Und das ist natürlich äußerst gefährlich für Schiffe mit dieser Panzerung, für Schiffe mit dieser Zitadelle. Und da muss jetzt ordentlich was rumkommen bei der Überlebensfähigkeit und oder bei der Reichweite der Artillerie. Und hier haben wir halt läppische 34.000. Gut, sind 10.000 fast mehr. Gut, sind 8.000 mehr als bei Stufe 5. Das wird wohl nicht reichen. Auch der Torpedoschutz ist, naja, 16. 10%. Das spricht natürlich alles für eine hohe Reichweite der Artillerie und wir haben hier 16,9 Kilometer und damit kann man tatsächlich arbeiten. Wie gesagt, wir haben auf der Stufe 16,7, 16,5, gut bei den Schlachtschiffen natürlich mehr, aber viele der Kreuzer kann man outrangen, wie es so schön heißt, mit 203 mm. Wir haben hier wieder die üblichen Granaten, 4700 AP, 4850 SAP, 54 mm dann durchgängig durch die Bank bis Stufe 10 bei den 203ern. Die Werte ändern sich natürlich leicht. Interessanterweise haben wir hier, und das kann sich nur um einen Fehler handeln, die gleiche Mündungsgeschwindigkeit von AP und HE. Da mache ich doch gleich mal einen Screenshot und frage da direkt nach, weil sonst haben wir über 950, auch bei den 152 mm und hier haben wir eine gleiche. Also gleiche Mündungsgeschwindigkeit, das ist eigentlich nicht normal. 6x2, ich glaube die Sekundäre, die lassen wir auch hier wieder beiseite. 4,5 Kilometer, wenn das Schiff da rankommt, dann ist sowieso alles geschehen. Torpedos 2x3, ein Torpedo mehr. 51 Knoten, es sind die gleichen Torpedos. Das Gute an diesen Torpedos ist, wenn man die Torpedos sieht, dann ist es schon zu spät. Die Erkennbarkeit ist 1 Kilometer, das macht sie so gefährlich. Zudem macht es gefährlich. Oh, das ist ein italienischer Kreuzer, der hat sicher getorbt. Nichts kommt, nichts kommt, nichts kommt. Ach, dann hat er doch nicht getorben. Bam, 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 kommen die Torpedos. Die Flak mit 34, vernachlässigbar, ist noch im Rework. Mal schauen, was dann kommt. Höchstgeschwindigkeit 35 Knoten, das ist ein bisschen belastend. Wir haben 2 Knoten weniger, aber na gut. 630 Meter, 20 Meter mehr als auf Stufe 5. Ruderstellzeit 9,5, das ist ein großer Unterschied. Und hier haben wir die Erkennbarkeit ein bisschen hoch geboostet. Das ist natürlich dann eine andere Geschichte, aber geschuldet natürlich der höheren Reichweite. Es wird ja hin und wieder ja, gerne so gebalanced. Das ist ja alles entscheidende Frage, ob das jetzt stimmt mit der Artillerie. Wenn ja, ist kurios, dann hat dieses Schiff die geringste Mündungsgeschwindigkeit, was SAP betrifft. Die Consumables sind wieder gleich, also man kommt noch plus 20% hoch, aber nur alle 4 Minuten. Das ist dann, muss man schauen, wie einsatzfähig die SAP-Munition dann ist. Mit 54 mm Dex oder Penetration ist auf dieser Stufe eigentlich so gut wie alles penetrierbar, was ziemlich geil ist, also vom Deck her. Und wenn sie steil kommen, dann prallen sie auch nicht ab. Schlussendlich in dieser Riege hier kommt die Zara und wie ihr schon seht, dieselben Consumables, dieselbe Anzahl. Wieder hier ist alles möglich. Großes Problem, was ich noch sehe und vielleicht wird das noch hinzugefügt. Warum ist hier kein Deck bemalt? Das ist das hässlichste Schiff der Reihe. Sieht aus wie eine York oder sieht aus wie eine... Ja, vielleicht, wenn ich sage, die York ist hässlich oder die Algerie, die ist auch hübsch. Aber wo ist mein Anstrich? Das ist jedenfalls die Premium-Tarnung, die dieses Schiff hat. Man sieht, die Geschütze sind relativ nahe beieinander und normalerweise ist es nicht so, dass je näher die Geschütze beieinander sind, desto destabilisierender wirkt es sich beim Abfeuern auf das andere Geschütz aus. Sind nicht die Schiffe, die Geschütze, die weiter auseinander sind, eher unabhängiger und genauer? Ist hier anscheinend nicht so, aber habe ich nur irgendwo mal aufgeschnappt und gelesen, deswegen keine Ahnung. Mal schauen. Wir haben hier eine Panzerungsanordnung von einem... Na gut, die Zitadelle geht ja noch. Also, da habe ich schon Schlimmeres gesehen in der Reihe. Aber natürlich hier, schwerer Schaden wird gefressen ohne Ende. Und mir gefällt da die Stufe 7 mehr weniger. Das bedeutet, wenn die Panzerung nicht gut ist, dann muss die Überlebensfähigkeit top sein. 37.000 ist nicht viel mehr als Stufe 6. Dafür haben wir höheren Torpedoschutz. Da muss die Reichweitebombe sein. 15,8 Kilometer, da habe ich mir auch mehr erwartet. Das ist quasi ein Rückschritt, wenn wir uns die Trento noch einmal betrachten. Mit 16,9 kommt die Zara auf 15,8. Dann haben wir hier 15 Sekunden und die Trento hat 15 Sekunden. Tatsächlich, wie es jetzt ist, die Zara für mich ein Schiff, das übersprungen gehört. Muss ich tatsächlich einfach so raushauen. Direkt überspringen mit FreeXP, wenn es geht. Die Tier 6 Trento ist das Roundabout bessere Schiff.
Gut, die macht ein bisschen mehr Alpha-Schaden. Hier haben wir 900 und 900. Das ist auch wieder interessant. Das sind dann die Schiffe, die aus dem Rahmen fallen. Vielleicht ist weiter unten, ist es tatsächlich so. Aber wenn wir noch einmal zur Monte Cuculi gehen, da war es nicht so. Also irgendwo ist da der Fehler begraben, ne? Weil hier haben wir 850, 950, wie wir es auch bei der Amalfi dann kennen. Und das von 203, gut, das ist 910 und 950 und die ziehen sich dann durch. Aber die waren nirgendwo sonst gleich, außer hier bei Trento und bei Zara. Das ist eine Inkonsistenz, die mir nicht gefällt. Naja, nichtsdestotrotz, wir sind ja da, um sie uns anzuschauen. Sekundärbewaffnung können wir wieder außen vor lassen. 15 Sekunden ist für 4x2, auch wenn es 203 ist, natürlich wieder sehr, sehr viel. Das, also allein das Schuss, das andere Vorhalten ist sehr, sehr stressig. Ich bin zwar ein Freund von, dass beide Granatentypen dieselbe Mündungsgeschwindigkeit haben, aber wenn das dann ab Stufe 8 nicht so ist und ab bis Stufe 5 auch nicht so, dann verstehe ich die Ausnahmen bei Stufe 6 und bei Stufe 7 nicht. Das könnte dann noch interessant werden, vielleicht ergibt sich ja noch was, Ladezeit Torpedos, ja, die haben jetzt 12 Kilometer, wir haben immer noch die 51 Sekunden, 12.600, das sind halt die S-270M, die müssten, heißen die auch so, haben die nur eine andere, einen anderen Beinamen? Nein, das sind auch dieselben, die sind auch 12. Das sind auch die S-270 gewesen, oder? 270H, ja, da ist der Beinamenunterschied. M, H, wobei H für High und M für Medium stehen könnte, ist aber andersrum, 10 und 12 Kilometer. Von daher einfach eine Typbezeichnung, fertig. 51 Knoten, Flugabwehr lasse ich überhaupt zu, spielt keine Rolle, bis das nicht geändert worden ist. Höchstgeschwindigkeit enttäuschend gering, dafür ist der Wendekreis ist weitaus besser mit 580. Ein Kreuzer, der komplett aus dem Rahmen fällt und die Ruderstellzeit immer noch gut. Die Erkennbarkeit zu Wasser ist auch wieder besser als bei der Trento, aber tatsächlich muss ich sagen, die höhere Reichweite, die macht es einfach. Gut 840 Meter pro Sekunde, teilweise wird man da arg vorhalten müssen. Muss man sehen. Noch eine kleine Anmerkung am Ende. Ihr könnt diese Schiffe auf dem Public Test Server ebenfalls fahren. Das bedeutet, ihr werdet Videos zur Trento, zur Monte Cuculi und zur Zara sehen. Hier auf diesem Kanal. Aber wenn ihr Bock habt, die selbst zu fahren, einfach Public Test Server runterladen. Einfach selber spielen. Somit könnt ihr die ersten Erfahrungen sammeln, was diese Kreuzer betrifft. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen. Ich sage vielen Dank fürs... Ja, gib mir einen Daumen nach oben und wir sehen uns dann wieder im nächsten Gefecht. Ciao.